Am Ende der Riedenburgstraße, auf dem Weg zum Taffertal, befindet sich der Judenfriedhof von Horn. Die jüdische Betgenossenschaft in Horn erwarb 1873 einige Grundstücke vom damaligen Horner Bürgermeister. Auf einem dieser Grundstücke wurde der Judenfriedhof errichtet. Die Staatsgemeinde Horn erhob Einspruch gegen die Richtung des Judenfriedhofs, weil das dortige Gelände früher ein katholischer Friedhof der Pfarre Riedenburg war. Die Überreste der Riedenburgkapelle befinden sich heute noch auf dem Gelände des Judenfriedhofs. Heute stehen auf dem Friedhof ca. 80 Grabsteine. Der Friedhof wird zwar noch von der Stadtgemeinde Horn gepflegt und erhalten, es finden jedoch keine Beisetzungen mehr statt.